Der Februar Community Day mit Hopsprost steht in den Startlöchern mit einigen interessanten Boni, die wir üblicherweise nicht haben, auf die ich genauer eingehen werde. Stürzen wir uns direkt rein, würde ich mal behaupten. Diesen Samstag, 12. Februar, 11 bis 17 Uhr ist die Hauptuhrzeit mit den ganzen Boni. Da werden ultra viele Hopsprost in der Wildnis auftauchen, brandneu auch in Shiny verfügbar. Und hoffentlich, so wie immer, eine lecker schmeckere Shiny Chance von ca. 1 zu 25. In der Zeit wird man den dreifachen Sternenstaub beim Fangen bekommen. Auch wenn man sagt, Hopsprost interessiert mich nicht, Sternenstaub interessiert euch bestimmt. Rauch hält 3 Stunden, Lockmodule halten vermutlich auch 3 Stunden, nicht 6 Stunden, obwohl wir gerade im Valentinstags-Event sind, wo die Dauer verdoppelt ist. Aber ich glaube, das stapelt sich nicht mit diesem Bonus. Dann wird es bis 19 Uhr zwei Sachen geben, nämlich die Ladeattacke vom Typ Flug, Akrobatik, für Papunga, wenn man Hubbelupf zu Papunga entwickelt. Und wir haben von 11 bis 19 Uhr bis zu 3 gratis Raidpässe. Arena-Fotoscheibe drehen, gratis Raidpass erhalten, dann muss man den ausgeben, indem man einen Raid macht, dann kann man wieder drehen. Die lassen sich leider nicht vorrätig stapeln und bunkern, die muss man eben in dem Event-Zeitraum erledigen, außer einen, den kann man sich dann aufheben. Außerdem wird es in Parks mehr Hubbelupf geben, also die Entwicklung von Hopsprost, und für diese Hubbelupf dann auch mehr XL-Bonbons sowie 5 Überraschungen bei Schnappschüssen. Nicht vergessen, ein bisschen die Fotobomb-Medaille weiterbekommen. Der Sternenstaub hier eingeblendet. Na, was ist das eigentlich mit dem Dreierbonus? Und wenn man ein Sternenstück aktiviert, weil Hubbelupf auch auftauchen wird, sind das rein theoretisch direkt 900 Sternenstaub. Na, und mit Sternenstück noch dazu 1350 für ein einziges Hubbelupf. Das kann sich lohnen. Das Shiny sieht echt genial aus, muss ich sagen. Darauf freue ich mich schon. So, Sticker außerdem. Natürlich, wie konnte ich darauf nur vergessen? Die gibt es auch jetzt schon. Ich finde den einen genial mit der beste Kumpelschleife obendran. 2022-02. Im Shop wird man einmal eine Box kaufen können, wo diesmal eine Top-Sofort-TM drin ist. Passt zwar nicht so mit Akrobatik der Lade-TM zusammen, aber ja, dafür 6 Sternenstücke. Die sind fein für den Bonus. Dreifach Fangsternenstaub sowie 2 Superbrutmaschinen und 50 Hyperbälle. Und auch wenn man nicht an diesen Boxen interessiert ist, bitte trotzdem in den Shop reinschauen, weil 30 Hyperbälle sind diesmal wieder gratis, kostenlos, aber nicht umsonst. Was kann ein Papunga mit oder ohne Akrobatik? Also im Raid und in der Arena direkt frei raus, unbrauchbar. Wenn man sich ein Level 50er sogar mit 100% IV ansieht, das kommt auf 1850 WP. Das wird man niemals benötigen, außer zum Spaß an der Freude. In der Go-Kampfliga hat es genau die Typen wie Tropius, nämlich Flugpflanze. Tropius ist Pflanzeflug, aber das ist für Schwächen und Resistenzen egal. Jedoch ist es leider einfach nur ein schlechtes Tropius oder ein schlechteres Tropius. Problem an Tropius, es ist regional und bei uns nicht verfügbar. Man kann es so halbwegs verwenden. Es ist einfach Tropius auf Wish bestellt. Und wenn man es verwendet, dann kann man auch die Attacke Akrobatik nehmen. 110 Schaden in Trainerkämpfen und 100 Schaden in Arena und Raidkämpfen. Dann der Bonus Hubbelupf in Parks. Steht hier dran, Hopsprost und Hubbelupf erscheinen in Parks. Was bedeutet das? Wissen wir nicht. Dieser Bonus ist neu, meines Wissens nach. Ich vermute jedoch, ein Park ist einfach ein Nest in Pokémon Go. Also überall da, wo mit verschiedenen Rotationen immer ein bestimmtes Pokémon sehr häufig auftaucht. Auch in einem Event, zum Beispiel im Video von gestern, da waren ein paar Rihorn. Nein, die haben nichts mit dem Event zu tun, ich war einfach in einem Rihorn-Nest. Und eben, kleine Erinnerung, 900 Sternenstaub müsste jedes Hubbelupf geben. Das ist eine Menge. Weil 300 üblicherweise mal 3 Community Day Bonus. Außerdem Valentinstags-Event, das läuft parallel. Also haben wir praktisch auch einen Bonbon-Bonus, denn doppelte Bonbons beim Fangen. Ein Hubbelupf gibt üblicherweise 5 und dann mal 2 der Valentins-Bonus sind wir bei 10. Mit Sananabeere muss man nicht Adam Riese heißen, um zu erraten, dass das dann 20 sind. 25 für eine Entwicklung von Hopsprost zu Hubbelupf. 3 bekommt man ja noch dazu beim Verschicken. Da ist praktisch jedes gefangene Hubbelupf eine Entwicklung.
Na, alle, die noch Erfahrungspunkte brauchen, können da eine ordentliche Entwicklungssession machen. Und eben mehr XL-Bonbons für Hubbelupf, die man in Parks-Nestern fängt. Hört sich nach einem netten Bonus an, aber wird man tatsächlich so viele XL-Bonbons benötigen? Fragwürdig. Was sind jetzt Nester, wer das gar nicht so wirklich kennt? Ich habe mal hier von der Wiener Innenstadt was eingeblendet, von der Silph Road Nest Atlas. Wenn man danach sucht, müsste man das finden. Da kann man per Hand seine Nester eintragen. Da, wo diese zwei Fragezeichen dran stehen, hat irgendjemand in der aktuellen Rotation eingetragen. Und die orange umrandeten Flächen sind bestätigte Nester. Und man sieht zum Beispiel auch in der Mitte, das sind so zwei Plätze, auch mit relativ viel Grün, aber ohne Umrandung. Bedeutet, das ist kein Nest. Und das kann ich auch bestätigen. Dort gibt es nicht regelmäßig ein und dasselbe Pokémon häufig. Aber wenn man in seiner Umgebung regelmäßig spielt, weiß man bestimmt, wo die üblichen und gängigen Nester sind. Und es dürfte sich in dem Event vielleicht lohnen, wenn man vermehrt auch dort einen Abstecher vorbeimacht, um die lokalen Hubbelupf einzufangen. So, weiter geht's, keine Zeit zu verlieren. Natürlich werden wir auch wieder Feldforschungen haben. Fange 3 Hoppspross, die 100% die VWP, hier sind 257. 257, 257. Ich hoffe, dass es nicht wieder so viele Laufe XY-Kilometer und so geben wird. Bitte Niantic, macht wieder nur diese Fange 3 Pokémon, das war immer so schön. Mega-Entwicklung, besonders mit diesem gesamten Hintergedanken, Entwicklung und so weiter, ist vielleicht auch ratsam, wenn man die aktiv hat. Hält 8 Stunden und man bekommt beim Fangen von jedem Pokémon mit dem Typ der Mega-Entwicklung plus ein Bonbon. Hoppspross ist Typ Flug und Pflanze, also werden diese beiden Typen benötigt. Also einer davon, einer von beiden Typen. In Pokémon Go haben wir aktuell Bisaflor, Glurak, Achtung Y nur, Tauboss, Aerodactyl und Rexblizzer. 500 IQ-Trick ist, wenn man Glurak Y verwendet, falls man denn genügend Energie hat. Und danach auch mit den 3 gratis Raid-Pässen direkt Registeel raided. Denn Mega Glurak Y ist sehr effektiv gegen Registeel und da schafft man es dann hoffentlich locker flockig. Ansonsten tut es auch jedes andere der genannten Pokémon. Lockmodule nicht vergessen, je nachdem, ob man rumsitzt oder rumläuft, lohnen sich entweder die normalen mehr, wenn man rumläuft, weil ansonsten kann man sowieso nicht alle 90 Sekunden fangen. Oder wenn man sich nicht bewegen kann, man sitzt irgendwo mit 4, 5 Lockmodulen, dann die Premium. Sehr, sehr, sehr fein. Hier eine aktuelle Liste von der Silph Road, was es bei den Premium-Modulen außerdem zusätzlich gibt. Neben den normalen Spawns für alle 100er Jäger. Hier die Liste 187, eine sehr gefährliche Pokédex-Nummer für Hoppspross. Und all die gezeigten WP können potenziell ein 100er sein. Alternativ kann man natürlich auch regelmäßig in der Pokémon-Suche 4 Stern eingeben. Dann findet man das. Ich persönlich, ich bewerte immer alle per Hand durch, weil ich auch die PvP-IV 0, 15, 15 oder so irgendwas in der Art haben möchte. Und wenn da nichts dabei war, meine Suchanfrage, zack, ich gebe sogar nur nicht 4 Sterne ein. Und die 3 Sterne nicht, ich habe ja sowieso alles per Hand durchbewertet. Ein Pokémon antippen, rechts oben, alle auswählen, zack, weg. Alle, die nicht favorisiert sind, bekommt der Professor Willow. Möge er damit anstellen, was auch immer er möchte. Apropos PvP-IV, das Ding ist logischerweise nur in der Superliga brauchbar, wenn es nicht mal auf 2000 Wettkampfpunkte kommt. Und hier muss man auch unterscheiden, eine XL oder nicht XL. Das ist hier die Frage, wie einst Goethe schon sagte. Und die linke Tabelle ist ohne XL, die rechte mit XL. Wenn man noch weniger Angriff hat, muss man es ein bisschen mehr pushen. Auf Level 43, 43,5, 44. Ist es das wert? Vermutlich nicht. Und ohne XL braucht man so im Schnitt, wie ich hier sehe, 4, 5, 6, 4, 5, 4 Angriff. Und die Reihenfolge ist hier Angriff, Verteidigung, KP. 4, 15, 14, 4 Angriff, 15 Verteidigung, 14 KP. Na gut, ansonsten nicht vergessen, der Rauch, den man noch vor 17 Uhr aktiviert, hält 3 Stunden. Wer also danach noch bis 20 Uhr oder sogar 23 Uhr weiterspielen möchte, kann noch einen oder zwei dazu stapeln vor 17 Uhr. Valentinstags-Event, vielleicht taucht noch das ein oder andere Chanera oder so auf. Dann Glücksei kann man sich genehmigen, eines vernaschen wir wieder in diesem Monat, nämlich um 11 Uhr Geschenke verschicken, öffnen. Alle Leute, die kurz, also die eine Interaktion vor Level 3 oder Level 4 stehen,
Sollte die Freundesliste nicht funktionieren, stellt euren Status auf Offline. Das hilft meistens. Und ansonsten, ich wünsche uns allen gutes Wetter. Wenn ihr wohin geht, wo viele Leute sind, versucht akrobatisch wie ein Spross zwischen den Leuten vorbeizuhoppen. Ich wünsche uns viele Shinies, Hunderter und vor allem Spaß. Bedanke mich fürs Zusehen. Es geht einfach beim nächsten Mal weiter.